Die Schwarzwaldklinik. Die Serie kennt wohl jeder. Aber wisst ihr denn überhaupt, wo dieses Gebäude steht? Vermutlich im Schwarzwald. Ja, aber wo im Schwarzwald? Nun, zunächst einmal, das Gebäude, das ist der Karlsbau und ist eigentlich die Reha-Klinik Glotterbad. Und wie der Name schon sagt, liegt Glotterbad in Glottertal. Und zwar ziemlich am Rande nordöstlich von Glottertal. Wo zum Teufel ist Glottertal? Glottertal befindet sich in der Nähe von Denzlingen. Und wo zum Teufel ist Denzlingen? Denzlingen, Landkreis Emmendingen, liegt aber in der Nähe von Freiburg. Wo ist Freiburg? Freiburg, für diejenigen, die es noch nicht wissen, liegt im Südwesten Deutschlands, Baden-Württemberg. Alle Klarheiten beseitigt, nun machen wir einen kleinen Spaziergang. Und zwar gehen wir den Weg ab, den theoretisch ein Rettungswagen bei einem Notfall irgendwo im Schwarzwald hätte zurücklegen müssen, um zur Notaufnahme in der Schwarzwaldklinik zu kommen. Hey, Sie! Die Notaufnahme muss frei bleiben. Parken Sie weiter vorn. Also zunächst einmal, hier gibt es einen Souvenirladen. Was denn auch sonst? Ich meine, hier ist die Schwarzwaldklinik aus der Serie. Und außerdem befinden sich hier in der Nähe eine ganze Menge anderer Reha-Kliniken. Die sieht man in der Serie natürlich nicht, weil, vielleicht ist das auch der Grund, warum man die Schwarzwaldklinik aus der Luft zeigt. Man sieht sie nämlich nicht von unten. Jetzt gehen wir einfach mal diesen schmalen Weg nach oben. Das hier, das ist übrigens nicht eine Gruppe von enthusiastischen Schwarzwaldklinik-Fans. Nein, diese Menschen hier wollten einfach nur lernen, wie Nordic Walking richtig geht. So, wir kommen nun der Schwarzwaldklinik etwas näher. Hier können wir sie schon mal sehen. Und nachdem man uns schon zweimal gesagt hat, hier kommst du nicht rein, sehen wir hier nochmal ein Schild. Hier kommst du nicht rein, aber hier kannst du parken. So. Der Weg macht hier oben einen kleinen Knick und da, wo kein Schwein hin will, da geht's zur Schwarzwaldklinik. Wie man sieht, hier ist alles verschneit, nicht geräumt und vereist. Hier bin ich auf die Fresse geflogen. Also der Rettungswagen, der müsste hier einmal um die Kurve fahren, den schmalen Weg entlang, um zur Notaufnahme zu kommen. Und das ist sie, die Schwarzwaldklinik. Und das hier unten rechts, das ist die Notaufnahme. Kam die Notaufnahme eigentlich jemals richtig in einem Film vor? Schauen wir uns mal die Notaufnahme ganz genau an. Der Krankenwagen fährt hier rein. Und was sehen wir denn da? Normalerweise müsste doch ein Rettungswagen, der reinfährt in die Notaufnahme, auch problemlos wieder rausfahren können. Aber was ist das denn? Ich glaube nicht, dass irgendein Auto hier weiterfahren könnte. Man kann hier höchstens zu Fuß weiterlaufen. Folglich kann man hier nur rückwärts wieder rausfahren. Sehr realistisch. Was befindet sich hier in der Notaufnahme? Ein bisschen Gerümpel. Hier steht ein Fahrrad. Und Zeug. Übrigens, das Glotterbad steht seit einiger Zeit leer. Es ist komplett leer. Hier oben gibt es nur Feldwege,
Komm schon, Alter, und glaub nicht so einen Blödsinn. Das hier ist doch nur das Glotterbad. Ja, es stimmt. Wir blicken hier gerade in nördliche Richtung, von der aus uns der Herr Doktor Brinkmann eigentlich hätte sehen müssen. Aber das von ist hier einer noch gar nicht vermeintlichen so lange her, Land- oder Bundesstraße aus. Aber dort oben gibt es nur Feldwege. Tja, ja. Ach Gott, das war, als mein Vater gestorben war. Aber eine Beerdigung ist was anderes als eine Rückkehr, Kitty. Oh, die Hose! Was ist denn? Die Hose, das kann folglich zusammengefasst, alle Orte sind von überall. Es gibt Aufnahmen aus der Ortenau, es gibt Aufnahmen aus Rothaus, dort steht das Heim vom ehrenwerten Doktor Brinkmann. Und es gibt Aufnahmen vom Titisee oder Schluchsee, ich weiß nicht welcher von beiden. Und natürlich vom Glottertal. Das alles ist dann so zusammengeschnibbelt, dass es aussieht, als wäre alles in einem Ort. Ist es aber nicht. Alles liegt ein paar Kilometerchen voneinander entfernt. Aber es liegt alles mehr oder weniger im Schwarzwald.